Bei herrlichem Sonnenwetter und knackigen Frosttemperaturen um die minus 10 Grad machten sich die Möhnen gemeinsam auf den Weg durch die Stadt, vorbei am Rathaus, schnurstracks zum Triangel. Zum Teil waren sie sogar mit dem eigenen Bus angereist, wie die Fröschinnen aus Schönberg oder die Möhnen aus Emmels und Hünningen. Und alle Delegationen haben ihre Obermöhnen. Am Kultur-, Konferenz- und neuerdings auch Möhnenzentrum Triangel wurden die Frauen sehnsüchtig erwartet. Eine offizielle Schlüsselübergabe war im Ersatzrathaus nicht vorgesehen. Dafür ging es den kommunalen Hütern der Macht an andere Statussymbole. Der scheidende Bürgermeister Christian Krings hatte sich zusammen mit seinen Schöffen in Schale geworfen als Mr. Europa. Wir wollen heute mal diesen Tag abwarten, wie der so verläuft. Europa ist ja an für sich sehr verlockend, vor allen Dingen für Politiker. Aber es kommt ja darauf an, dass Europa sich nach vorne bewegt. Und da haben wir heute ganz konkrete Vorsätze. Wir finden, da gibt es gar keinen Zweifel, Europa liegt mitten in der Eifel. Für Egem Joch haben wir euch hier im Triangel empfangen. Weil das Rathaus war als Baustelle zu Johannen. Wir hatten da nimmer eine Ersatzlösung gedacht, aber nur haben wir da unseren Dauerzustand gemacht. Ja, wir haben es so gehalten, dass wir alle Obermöhnen mal eingeladen haben. Wir hatten nach dem vergangenen Jahr doch vernommen, dass man hier sehr zufrieden war wegen der angenehmen und größeren Räume, vor allen Dingen auch, weil es mehr Toiletten gibt. Und dann haben wir alle Obermöhnen eingeladen zum Gespräch ins Rathaus und nachher ist dann einvernehmlich entschieden worden, dass wir im Triangel bleiben, weil doch hier die Location wesentlich zweckdienlicher ist für solche Feste. Wenn die Renten wieder nach oben klimmern, und man sammelt Wählerstimmen. Wenn oben die Banausen leiden unter Muffensausen, wenn Rat und Bürgermeister eilen rum mit Leim und Kleister, um sich zu profilieren, Stadt und Dörfer tapezieren. Und wenn man öfters dich lädt ein zum Bierchen oder Wein oder gar zu einer Mahlzeit, dann ist Wahlzeit. Ich könnte noch so viel berichten, doch jetzt höre ich auf mit dem Dichten. Christian, du wirst uns fehlen und das ist klar, nächstes Jahr ist nichts mehr, wie es war. Wer wird uns nächstes Jahr hier empfangen? Ich denke schon heute dran mit Bangen. Aber sei es drum, wir können es nicht ändern. Und daher will ich Christian heute als Ehrenmöhnerisch bei uns aufnehmen. Ich verleihe ihm hiermit den Namen Duplo, der wahrscheinlich längste Bürgermeister der Welt. Oh, wir haben mit Christian immer sehr gut sind wir mit ihm empfangen worden. Es war schön mit Christian. Ja gut, der nächste kommt, wird es auch gut machen, bin ich mir sicher. Aber Christian war eben Christian. Wo wir beim Thema freie Posten und Wahlen sind, aus dem Kreis der St. Vitter Möhnen formiert sich für die kommenden Stadtratswahlen eine neue Liste. FIE, das steht für Frauen in Erregung. Eine Frauenliste für St. Vitt. Also wir wollen keine Männer. Also wir müssen die ja mitholen, der Quoten wegen. Aber uns ist egal, was die denken. Die sollen nur den Mund halten und nicht sprechen. Und sie dürfen wohl nicken. Das dürfen sie wohl, wenn wir was sagen. Sonst nicht.